Ja, hallo, ich grüße euch. Heute mal ein etwas anderes Intro zu meinem nächsten Video, was ich für euch aufgezeichnet habe. Und zwar war ich gestern mit meiner Frau und meinem jüngsten Sohn im Landkreis Vulkaneifel im Gebiet der Gemeinde Uexheim. Und dort haben wir eine fantastische Runde mit viel Abwechslung gemacht. Wir haben den Drei-Mühlen-Wasserfall gesehen, die Ruine bei Drei-Mühlen, sind an der Burg Garten vorbeigegangen. Der Hönselberg mit 570 Meter war gar nicht weit weg von unserem Trail und durch das Naturschutzgebiet Hönselberg gelaufen. Einst war hier das Kloster Niederehe und in diesem Video nehme ich euch mit und ja, könnt ihr sehen, was wir dort für Sachen gesehen und erlebt haben. Also viel Spaß!
Nachdem wir eine ganze Zeit lang an diesem kleinen Bach hinuntergegangen sind, sieht man in der Ferne eine Holzhütte auftauchen. Das ist die Holzhütte und auch der Lebensraum von dem sogenannten Sheriff Harry gewesen, der aus Köln hier sich eine Unterkunft gebaut hat und dort mit seinen Tieren, seinen Pferden lebte. Er hat das Leben gelebt, von den anderen höchstens träumen. Eine selbstgezimmerte Hütte tief im Wald, der Pferdestall direkt daneben, kein Stromanschluss, keine Telefonleitung, stattdessen Natur, Ruhe, Freiheit. Und ich bin immer gut drauf, sagte Sheriff Harry stets. Doch jetzt hat die Eifel ihren letzten Cowboy verloren. Sheriff Harry ist im Alter von 87 Jahren 2016 verstorben.